So, lala. Willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Neuer Tag, neues Glück. Ich habe zwischendurch ein bisschen genächtigt. Und da vorne sind schon wieder welche Riesen. Oder, Männer. Mir fällt gerade so ein, man braucht für das Eich. Man braucht die Eichhörnchen oder für was. Oder beziehungsweise Eichhörnchen-Teile. Weiß ich jetzt mittlerweile. Und zwar, was ich eigentlich gerade sagen wollte, ist, wir könnten jetzt natürlich zurück zum, Anrecht, würde ich gerade sagen. Das heißt, die Bude von den Osseram. Ne, wir könnten jetzt zurück nach diesem Ort. Aber das möchte ich eigentlich gar nicht. Mir fällt nämlich gerade nur ein. Wir könnten eigentlich auf jeden Fall noch die Jagdherausforderung machen. Denke ich mal, ohne großartige Probleme. Die Türme habe ich noch nicht gemacht. Dann bin ich in die vorbeigekommen, ohne die zu machen. Na egal. So, auf jeden Fall die Jagdherausforderung machen, weil das ist an diesem Ort noch nicht verfügbar. Hä, ich war schon da. Warum ist da schneller nicht verfügbar? Oh, das ist echt irgendwie. Das nehme ich lieber mit. Ich bin doch extra da hingerannt, damit ich schneller machen kann. Großartig. Na gut, dann müssen wir da wahrscheinlich doch hinreiten, ganz manuell. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Nachdem wir beim letzten Mal erfolgreich die bösen Banditen besiegt haben. Können wir denn jetzt. Ne, warte Richtung. Ja, hier unten war das Banditenlager. Da. Da müssen wir hin. Zum Glück überhaupt nicht 1000 Meter den Berg hoch. Wahrscheinlich besser, wenn ich einfach einen Weg folgen würde. Fällt mir gerade so ein und auf. Ich habe übrigens die, auch wenn ich es gelevelt habe, die Sammelfunktion vom Pferd immer noch nicht genutzt. Ne? Ist es immer pausiert, wenn ich vom Pferd schieße? So. Verdammte Hacke. Oh, hervor. Dumm, 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 dumm. Ganz schön hart. Ziegenhaus. Aber das kenne ich ja. Ziegenknochen. So, wie gesagt, wir brauchen immer noch Eichhörnchenteile und ich brauche, glaube ich, irgendwas von einem Dachs. War hier nicht gerade einer? Es ist sehr schwierig, von einem Pferd irgendwas was zu sehen. Ach so, weil ich gerade die nichts gemacht habe. Ach, von da vorne ist tatsächlich so ein sogenanntes Dachstier. Moment, das müssen wir auf jeden Fall kriegen. Ich meine, mir hat noch was vom Dachs gefehlt. Bleib stehen! Ah, das war wahrscheinlich nicht das, was ich gesucht habe. Wie Fleisch ist zwar lustig für Heiltränke, aber. Da vorne hat es noch ein Eichhörnchen. Wäre wahrscheinlich besser, wenn ich wieder den Plasmawerfer für das Ding benutzen würde. Haha! Getroffen hat er, aber ist wieder eine Fleisch gedroppt, oder? Funktioniert das hier nicht? Oh Gott. Schön drüber geschossen. Moment. Alter. Meine Fresse. Warum bemühe ich mich eigentlich überhaupt mit diesen komischen Zeitbomben zu schießen? Das ist funktioniert eh nicht. Hätte ich genauso gut noch nicht machen können. Einfach drüber reiten über die Rexviecher. Wisst ihr, weiß ich nicht, wenn ich noch wegbauen könnte, diese Feuerbrennwurzel, die ich bei habe. Als ob ich jemals hier so einen scheiß Trank braut. Alter. Der Witter weigert sich auf jeden Fall. Ist das hier Blut? Nein. Gott sei Dank. Da hinten hat Vögel. Mein Controller wackelt, das finde ich gar nicht gut. So Controller wackeln, das stößt bei mir immer auf großen Unmut. Was ist hier noch? Haben wir hier Fahrzeuge? Das Problem ist, ich bin gerade nicht so richtig auf Kurs, ne? Ich müsste hier nämlich irgendwie von hier aus. Oh, da oben steht so ein Villa. Ich müsste von hier irgendwie noch hoch. Ich wusste, dass ich gerade. Oh, hier könnte ich vielleicht einfach die Bergflanke hochreiten. Oder? Also hier Wege zu finden? Wenn du hier wohnst, also erstmal davon, dass wir absolut. Warte mal, kann man hier wie im Hauptspiel diese komischen Statue kaputt hauen und kriegt dafür irgendwelche Achievements? Naja, wenn ich nicht gerade Sitzmord bei Springen vom Berg begehen möchte, ist das wahrscheinlich nicht möglich. Na gut. Warte mal, hier oben das Jagd. Hä? Das zeigt mir hier vorne ein Lagerfeuer an, was hier ganz in der Nähe ist, was ich entdeckt habe, genau. Oder habe ich das doch nicht entdeckt, weil ich nicht dran gerastet habe? Oh Mann. So. Ach, das ist die Hüterin von den Jagdgebieten, Mensch. Okay.
Man erzählt schon viel von dir, junge Jägerin. Zu Recht. Was sagt man denn? Manche sind von dir sehr beeindruckt. Andere sind es ebenfalls, ziehen dabei aber ein Gesicht, als hätten sie blankes Eis gekaut. Orea hat von dem Jagdgebiet erzählt, dass ich hier trainieren kann. Das stimmt. Ich gebe zu, ich möchte selbst sehen, worum all der Wirbel gemacht wird. Tja, na denn, über die, mach die hier. Du siehst aus, als hättest du viel erlebt. Oh, das ist alles schon lange her. Das Verbrennung? Ich war vor langer Zeit eine der Donnertöchter, als es sie noch gab. Eine Weile haben wir Ban-Ur auf den Kopf gestellt. Aber nicht ewig. Einige fielen im Kampf oder wurden in Ungnade verstoßen. Beides ruhmreich, finde ich. Aha. Andere traf es schlimmer. Schlimmer? Sie wurden alt. Und alle Regeln und Traditionen, die sie bekämpft hatten, lebten fort. Toll. Darum sollen die von mir trainierten Jäger jung bleiben. Aha. Prüfung? Wie laufen die Prüfungen denn ab? Ohne Kaja-Medaillen. Ich hatte welche, bis ich damit meine Stiefel geflickt habe. Ach. Stattdessen trittst du gegen die Bestzeiten anderer Banuk-Jäger an. Toll. Ein zweiter oder sogar dritter Platz macht aus deinem Namen eine Legende. Und wenn ich Erste werde? Abwarten. Aha. Du gehörst wohl nicht zur Jägerloge. Jeder Stamm sagt, er hatte als Erster ein Jagdgebiet. Und alle sagen, die Kaja hätten es geraubt. Wer war dann der Erste? Unserer. Und die Kaja stahlen ihn euch. Genau. Ah ja, na gut, dann legen wir mal los, mal sehen, wie schwer die Scheiße ist. Willst du mehr zu den Prüfungen wissen, dann erkläre ich sie dir. Ja, gewiss. Kontrollprüfung? Die Kontrollprüfung testet deine Fähigkeit, die Macht der Sturmschleuder zu nutzen. Nur die Klügsten verstehen diese Schamanenwaffen und nur die Mutigsten nutzen sie. Warum denn? Na dann, legen wir mal los. Ich zähle, wenn du unten angekommen bist. Es dauert etwas, die Maschinen vom Pass in die Arenen zu locken. Begib dich dann hinab. Aha. Es dauert ein bisschen, es ist Nacht, ne? Also wir sollen jetzt hier mit dem Miret hier Maschinen mit der Sturmschleuder lehnen. Einfach nur so. Wurde entdeckt. Na fuck, das ist aber anstrengend. Wie viel soll ich da lehnen? 6. Oh, das ist ja düster. Um den es hier geht. Ich glaube, das kleine Vieh kaputt zu machen ist aber erstmal einfacher für den Moment, oder? Wie viel Zeit habe ich? Da steht nicht dran, das ist ja fies. Also, Verwüster zu erwischen ist halt wie. Verfuckt. Ein kleiner. Aua. Warte mal auf. Ja, der Verbüßer hält ja einfach nur 4 aus, ne? Weil im Prinzip könnte ich das Ganze auch mit anderen Waffen angehen. Aua. Ja, jetzt bin ich schon auf Silber. Also ich hätte es in einer Minute schaffen müssen, alles. Das scheint mir eher so. Scheint mir, wie gehört mir zu den Dingen, die ich nicht spontan Bock hätte. Jetzt bin ich schon auf Bronze? Oh, fickt euch hart. Ach, das ist doch noch Unterschied in der Gruppe. Hm. Meine, prinzipiell könnte ich hier vorher mit was anzopfen, oder? Da müsste ich mir erstmal eine intelligente Taktik ausdenken, wie man das irgendwie abkürzen könnte, das ganze Elend. Das geht bestimmt einfacher. Wenn man sich da irgendwie, keine Ahnung, die Feuer vielleicht ein bisschen mit Sprengstoff bearbeitet oder anzündet. Ich meine, ich soll die ja nur erledigen damit, ne? Ich soll ja nicht die, also quasi finishen. Hat ja keiner was davon gesagt, dass ich damit, von Anfang an rumballern soll. Ich finde ich aber noch eine bessere Sturmflöte, dann wird das hier auf jeden Fall möglicher. 1,35. 1,35 habe ich gebracht? Oder 1,35 das nächste Ding? Ich brauche gerade über 2 Minuten, oder? Na gut, hier, moin. Dritter Platz beim ersten Mal. Was stimmt?
Man sollte dich nicht unterschätzen. Ja, ja. So, nächste Ansturmprüfung. In der Ansturmprüfung stellen sich Jäger Ebbe und Flut des Kampfgeschehens. Mhm. Maschinen kommen in Wellen in die Arenen rein. Sei geschwind. Strategisch. Nur so kannst du sie alle besiegen, ohne überwältigt zu werden. Ja, dann nehmen wir los. Es geht los, wenn du den Schnee am Fuß des Seils berührst. Jo. Es dauert etwas, die Maschinen vom Pass in die Arenen zu locken. Begib dich dann hinab. Sagt sie wie immer. Das ist nur, um zu wahrscheinlich erklären, dass sie kurz zu Dix kommt. Also zumindest haben sie jetzt lore-technisch erklärt, warum zur Hölle man auf einmal, warum man mal warten muss. Wir nehmen auf jeden Fall den behinderten Seilwerfer nicht, aber wo ist denn hier die Fallenschleuder? Hab ich gar keine mehr? Doch. Schleuderfallen. So. Das Ding. So. Steht leider nicht dran, was ich machen soll, ne? Oh, ich habe welche Punkte gekriegt. Oh Gott, bei den Dingen hätte ich mal Handhabung leveln sollen. Was schießt denn auf mich, meinte? Das ist echt nur Wächter? Oh. Aber wenn das nur Wächter sind, dann hätte ich das ja auch ein bisschen. Na gut, das sind Rotaugenwächter, aber. Das hätten wir auch einfacher haben können. Ich meine, da hätte ich ja auch meine überbleibende Zeit dazu verwenden können, hier. Um mich mal angenehm vorzubereiten. Okay, jetzt bereust du mich gerade ein bisschen, dass ich nicht. Jetzt springt das wie weg. Jetzt mich rollt. Ich habe gar nicht so viel Zeit dafür. Oh, das war nicht treffend. Mir. Ach so, ich muss sowieso, mich sowieso bewegen. Na gut, dann war das mit dem Fallen richtig hohl. Jetzt habe ich viel zu viel Zeit verschwendet. Ich dachte, die kommen zu mir ran, die Viecher. Okay, warte mal, das, Letzter Sch. Wenn wir wegspringen, hier direkt sicher. Boah. Gott, das ist nicht viel. Gott, die Viecher. Ich glaube, im Nahkampf an die Viecher ranzurennen, wäre echt das Beste, oder? Besteht die zweite Welle, ja. Dann bräuchte ich aber auch Gegner, Freunde. Hä? Ach du, da oben. Schön locker flog ich aus der Hüfte die Bande weggehauen. Was ist das? Armstellmaschinen-Ausbaukiste? Die wollte ich ja schon mal haben. Die sahen ja gar nicht so aus, WTF. Erledigt. Sollte weiter. Oha. Ja, das ist auf jeden Fall ein Ding, das glaube ich, das ist richtig dolle machbar. Das wäre halt sowas von einfach, wenn ich gewusst hätte, das wäre schneller möglich, wenn ich. Ich gleich von Anfang gewusst hätte, dass ich hier das. Wenn ich gleich von Anfang gewusst hätte, dass ich hier losrennen soll. Oh. Lol, die gehen mir zwei Treffer kaputt. Aber wenn du die ganze Zeit die stärkere Maschine gewohnt ist. Sind die irgendwie alle ziemlich. Lord. Schlag den rum. Boah, der hinten müsste ja wieder wirklich standen. Da ist auch hinter sich. Boah, es geht noch weiter, ne? Na, ich habe am Anfang gut 2 Minuten verschwendet, damit irgendwelche Fallen zu legen. Die dritte Welle? Da hinten ist ja noch einer. Na komm. Ich warte ja nicht auf den Zufallstreffer ins Auge, ne? Na komm. Ich werde jetzt 5 Minuten. Da muss doch irgendwie ganz schön lang gehen, wenn wir jetzt hier 5 Minuten.
Das spricht einiges dafür, dass das hier die, dass das hier die letzte Prüfung ist. Also die letzte Welle. Kriegen wir gerade fest. Das könnte das nicht. Ja. Ah ja, okay, gut, also. Das wäre unter anderen Voraussetzungen definitiv möglich gewesen. 4 Minuten und 3 Minuten 30 war das. 3 Minuten 30 war die Herausforderung. Das war auf jeden Fall, absolut machbar, sag ich mal. Na gut, da müssen wir auf jeden Fall erstmal hier Sachen zerlegen. Was ist das hier eigentlich noch? Speerschaden, bringt gar nichts, Handhabung. Habe ich hier Feuerschutz? Feuererhöhenden Schaden, Dingsbums, ich hier wieder ab. Das Schlechteste ist schon Lilla. Oh Mann. Ich prinzipiell könnte ich alle Modifikationen wegschmeißen und einfach nur auf die guten warten. Oh, Handhabung habe ich gar nicht mehr so viele, die über sind. Danke, Angriffsschutz. Hm. Den Schutzdinger brauche ich ja bloß wie keine. Ja, dann haben wir auf jeden Fall wieder Platz und wieder geschaffen. So. Gib mal dein Lieder links hier mit. So, Jedi. Schöne Maschinen. Ah. Maschinenausbeuterkiste. Haben die ja nicht Lobo bei die Wächter? Ne, wird. Ich weiß, da vorne lag gerade noch ein grünes Dings, ist mir jetzt egal. Ach, jetzt kann ich da hinreisen. So, nachdem ich mit dem Wächter des Jagdgebiets geredet habe, kann ich dann nochmal zum Jagdgebiet hinreisen. Das ist ja schön. Ach ja. So, gucken wir mal das letzte. Ja, zumindest Silber haben wir geschafft. Wie gesagt, Gold wäre möglich gewesen. Also, wenn ich irgendwie mal drauf anlegen möchte, da Gold hinzukriegen, ist halt. Ich bezweifle, wie ich bei der letzten Herausforderung jetzt Gold schaffen könnte. Weil die letzte Weise die schwerste ist. So, moin. Schon beim ersten Versuch holst du gleich den zweiten Platz. Das haben noch nicht viele geschafft. Tja, mach dir nicht so eine einfache Prüfung, Freunde. Diese Prüfung ist die gefährlichste in den Schneewehen. Nicht alle Häuptlinge bestehen, aber nur sie haben Zugang. Mhm, na denn. Ach so, ich hätte die machen müssen, also das ist... Diese Prüfung... Das war erst... Wenn du... Toll, na gut. Anscheinend muss ich erst Häuptling werden, bevor ich hier weitermachen darf. So ein Elend. So, warte mal. Gibt es hier in der Nähe nicht noch irgendwie... Das ist ja eigentlich noch von Leuchtfeuer. Guck mal, daneben ist noch eine Siedlung. Wir reiten mal dahin, bevor ich direkt wieder zurückgehe nach Sangesgrund. Wo sind eigentlich meine Nachhalten? Ich wollte mich gerade schon wundern, wo sind das? Vielleicht finden wir noch eine schöne Nebenquest, die uns hier durch die Landschaft führt. Ich habe eigentlich nicht so richtig Lust, die Hauptquest direkt sofort so mit Eile fortzuführen. Es ist zu stark zum Reiten. Ja, wisst ihr, wir rollen hier ist ein Weg. Wir sind hier auch hochgeritten. Gereitet. Da wann rennen hier eigentlich Wächter rum? Das ist die, hab ich. Oh, der Schneefall macht mir keine gute Laune. Wirklich, was sind denn hier Wächter? Die waren doch vorher nicht da, oder? Kühnfels. Der Name ist. Oh, eine Quest. Wie erhofft. Wenn die Kühn nicht zurückkommt, würde ich nicht weiterkommen als bis zum Grabhort. Aber falls doch, dann kann ich einen Speer am weitesten werfen. Und ich kann am schnellsten Eis hinaufklettern. Ihr habt eine Prüfung bestanden. Die nächste ist die des Schweigens. Endlich mal jemand. Was machen deine Jäger so weit hier draußen? Wir sind Weißzähne, hinabgestiegen vom Kiefer des Ban-Ur, um die Willigen zu prüfen. Ein Test? In diesem Jagdgebiet? Nein, es ist eine Prüfung. Überlebe wie unsere Vorfahren auf dem Gletscher am Messerpfad. Dieses Mal war es rau. Zwei müssen noch zurückkommen. Wir warten. Dann segnen wir ihren Versuch. Dann gehen wir. Nett. Also... Habt ihr gerade die verstanden, die zurücklassen wollen? Um was genau geht es bei der Probe? Sich dem Gletscher stellen und 4 Tage und Nächte ausharren. Nur mit diesem gefrorenen Boden und den Maschinen. Unsere Schamanin segnete die Probe und erlaubte das Ausbeuten. Metall zur Waffenfertigung. Der Rest ist verboten. Ja, ja. Das Ding ist, 4 Tage und Nächte ausharren, das ist relativ random, oder? Je nachdem, wie gerade die Aktivität in dem Feld ist. Und jetzt seit der Störung ist es wahrscheinlich alles... Woher weiß ich, dass es Jägerinnen sind? Was ist mit den beiden, die noch nicht zurück sind? Sie sollten sich allein der Probe stellen. Ihr Leben oder Tod. Toll. Die Rückkehrer wissen, dass die Weißzähne sie begleiten. Die Verschollenen wissen, dass die Weißzähne sie ehren. Wie großherzig. Ich kann nachfragen. Du bist aus Ban-Ur. Weißt du was über Aratak und Urea? Starke Namen, wirklich. Es gibt viele Lieder. Aber es gibt einen Grund, warum sie im Schnitt und nicht bei den großen Verak sind. Diese Obsession mit Donnerkamm wird ihr Untergang. Obsession, das wäre ein schönes Wort. Wir sind die Weißzähne.
Krieger. Die Ersten und Besten. Alle jungen, kampflustigen Jäger wollen bei uns sein. Jetzt sind die Maschinen wütend. Es gibt immer Kämpfe. Uns geht es gut, was, Schamanen? Jeden Tag schlägt der Blitz in den Staub der Schlacht. Jede Nacht wird ein neuer Name im Lied verehrt. Bin ich wie kalt ist? Suchst du nicht nach deinen vermissten Jägerinnen? Bei Zeiten. Nach Monaten trägt das Schmelzwasser die Körper zurück. Jetzt gerade Winter. Unglaublich. Vielleicht leben sie noch. Dann suche ich nach ihnen. Auch wenn sie noch leben sollten, werden sie Hilfe nicht annehmen, Fremde. Für uns ist Überleben heilig. Auf nichts anderes ist Verlass. Mal sehen. Aha. Die Überlebenden. Also der Questname ist ja verboten. Aber ich sollte mal gucken, wo ich überhaupt hin muss. Ich gerade die Quest angenommen, die mich komplett über die andere... Ja, Prinzipiell wäre das ein neuer Fahrrad, wa? Ja, reiten wir da mal hin. Vor allem, das führt mich dahin, ne? Da war ich auch noch nicht. Na komm, machen wir mal. Ich habe übrigens schon wieder zwei... Überleben ist heilig. Sie lassen Leute sterben. Es gibt eine feine Grenze zwischen Selbstvertrauen und Arroganz. Du kannst kein Verak mit nur einem Jäger sein. Doch, kann ich. Das geht sehr gut. Für den Rest habe ich technisches Equipment. Meine Fresse. Das hieß, ich könnte immer mal... Nein, der Wächter da vorne sieht jetzt sehr vorbereitet. Hey, hier bin ich. Nee, das ist... Das lassen wir. Ich würde gerade sagen, Ich könnte mal meinen... Wo habe ich noch? Ja, die geht jetzt mir nicht spontan aus, aber sie wird weniger. Wir haben die 200er-Grenze unterschritten. Ich habe vor allen Dingen eine Sackgasse gefunden. Welche Taste war da dran springen? Ah ja, Viereck war es. Okay, probieren wir gleich mal. Oh, sieht echt episch aus. Einer weg. Jetzt kämpft die wieder gegen meine Breitviere. Was mir übrigens gerade so auffällt, gegen normalen Viecher, die nicht dämonisch sind, bin ich mittlerweile extrem stark, ne? Ich kann ja einfach mit normalen Auto-Attacks die Viecher eigentlich locker flockig kaputt hauen. Wer zur Hölle bist du? Scheiße. Ja. Okay, das ist zum Thema. Ich kann mit normalen Auto-Attacks die Viecher wirklich kaputt hauen. Aua, was? ETF. Das ist krass, wie ich jetzt... Wie ich hier gerade zwei Hits hintereinander gemacht habe, bevor ich überhaupt mit Schiff... Aua, ETF. Also eigentlich könnte man ein paar Heiltränke herstellen. Ich wollte eigentlich nur da schnell hin, aber das schaffe ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr, weil ich hier aufgehalten werde, welche Drecksviecher. So, warte mal. Guck mal, Genesungsring. Ich kann irgendwie meine Knochen im Fleischvorräte niederprügeln. Naja, fettes Fleisch. Okay, ich soll vielleicht mal wieder ein paar Tiere heilen. Jagen. Das ist ja 35 HP. Haha. Ist hier vorne das Feuer, was ich schon immer mal gesucht habe? Es lebt mein Reittier noch? Toll. Okay, mein Reittier liegt in der Tat noch, aber leider ist es immer noch sehr bedroht. Oh, ich kann... Das war ja fast filmreif. Wenn mein Stürmer jetzt mal losreiten würde. Bin übrigens sehr verwirrt, dass der Stürmer nicht direkt gestorben ist. Dieser Weg. Ah, vielleicht schaffe ich es doch noch bis zum Gebiet hin. Ein Lagerfeuer entdeckt. Ne, warte mal, jetzt können wir auf jeden Fall... Ja, scheiße. Hallo Jungs. Grüßt euch. Ich wurde entdeckt. Das sind nur Verwüster, oder? Die tun mir ja nichts. Steht noch irgendwas Interessantes eigentlich? Ich meine, außer dass mich meine Quest hier hinführt. Ich glaube, hier ist einer der Jäger. Da hinten sind sie. Ich würde eigentlich gerade überprüfen, wie ich das Fiebel reparieren. Was kostet die mal 10, einen Schritt zu reparieren? Das ist ganz schön übertrieben, oder? Das ist wie billiger, wenn ich einfach Neues rufe. Ich meine, das ist vielleicht ganz gut, wenn du die Fähigkeit noch nicht hast, aber ansonsten. Ach, ich liebe den Bogen auf Handhabung getrimmt. Das Ding ist halt so. Schießt halt so schnell. Das ist einfach herrlich. Alter, hier sind die gescheitert an so ein paar. An so ein paar lächerliche Langzähne? Kann ich hier ernst sein? Ich denke, das sind die Städte Jägerinnen. Eine Fremde, ha? Tja, wer sonst würde mich auf meinem Weg begleiten? Welcher Weg wäre das? Fort von Tradition. Und weit fort vom Verak.
Ist nicht. Tja, verdammt. Ich sehe da wenig Chancen für sie. Sie wollen das Metall. Aber ich brauche es mehr. Tja. Man sagt, Banuk wollen keine Hilfe. Ist das wahr? Sie nicht. Ich schon. Mhm. Ich glaube, der große kapitale Fehler der Banuk ist, dass sie aus irgendwelchen Gründen darauf bestehen, unbedingt mal in Nahkampf gehen zu wollen. Das ist zwar, das ist vielleicht für männliche Mitglieder des Stammes, die irgendwie 10 Meter Muskeln haben, vielleicht irgendwie ganz klug, aber zumindest für die Jägerinnen sehe ich irgendwie den Entfernungskampf auf jeden Fall als nichts Unehrenhaftes. Oh, wir müssen jetzt noch so ein Eisvogel hier. Aber, Mann, ich hab doch noch meine lustige Energiewaffen, die werden wir mal kurz benutzen hier. Auch wenn ich davon nur die normale Variante habe. Vielleicht kriege ich aber, wenn ich das erste Mal Häuptling werde, mal die bessere Kiste davon. Oh, sie, noch mehr. Sie hat anscheinend doch einen Bogen. Was das Ding macht? Also Schaden für die Bude echt gut machen. Also zumindest irgendwie stackt der Schaden in den Teilen. Das ist ein besessener Vogel. Ne, der Vogel ist... Der Vogel ist einfach nur random hier. Der ist, ja. Also anhand der Elementarresistenz reduziert... Notiere ich, dass das Ding hier... Guck mal, das ist wie ein Schuss. Macht auf einmal dann viel mehr Schaden. Und der neue. Ach, komm, noch mehr. Meine Fresse. Oh. Muss mal wieder jagen gehen. Ich glaube, der große Trick bei den Viechern ist, dass sie einfach keine Pause machen. Die stumpfen mal weiter auf einen zu. Ich habe zu wenig HP. Der normale... Ich würde gerade weckern, dass der normale Bogen nicht genug Reichweite für so einen Spaß hat, aber... Wir müssen mal ein bisschen anfangen hier. Die Spuren könnt ihr behalten, Freunde, aber Zünder, die brauche ich. Ich bräuchte so eine Auto-Loot-Funktion, dass wenn ich rüberrenne, ich bestimmte Sachen mitnehme. So, hallo. Du kämpfst gut. Ich bin Ikri. Danke. Ich bin Aloy. Den Weißzehen sollen 2 Jägerinnen fehlen. Du kannst doch wohl gehen, wenn du wolltest, also... Ich bin wegen ihr geblieben. Mylen. Sie hat sich beim Abstieg das Bein gebrochen. Ärgerlich. Ich habe gewartet und aufgepasst. Doch sie muss zum Verak zurück, bevor sie gehen. Tja, Warum willst du unbedingt den Weißzähnen beitreten? Sie sind einer der großen Veraks von Banur. Es sind nicht viele große übrig. Ich würde Mylen folgen. Ich war ihr Schatten im Schnee und sie war meine. Botin der Weißzähne zu sein, war alles für sie. Hm. Kennst du diese Mylen gut? Schon seit wir wunde Knie hatten. Mein Leben lang. Es war ein Test, bei dem wir auf uns allein gestellt sind. Das war meine Schwäche. Scheint, als hätte sie Glück mit deiner Schwäche. So sieht sie das aber nicht. Mhm. Was soll diese Probe denn beweisen? Dass wir die Stärke der Vorfahren haben. Dass wir überleben können wie sie. Auf der Suche nach einer Heimat waren einige im Schneesturm beim Gletscher gefangen. 4 Tage. 4 Nächte. Als der Sturm vorbei war, sahen die Überlebenden einen Langhals. Er brachte sie nach Banur. Tja, das wurde mir ebenfalls so erzählt. Tja, das klingt plausibel in der alten Zeit, aber das Zeiten ändern sich. Mylen will deine Hilfe nicht, oder? Wegen der Regeln dieses Tests. Du bist wirklich schnell. Nein, nur gewöhnt, Verbote zu hören. Sie lässt's nicht zu. Nimmt weder die Heilpflanzen von mir noch das Essen. Und was sie selbst zusammenkratzen kann. Ich konnte mich nähern, wenn sie wegdämmerte. Aber sie hat gelernt, das zu verhindern. Toll. Na gut. Gut, das müssen wir uns von ihr angucken. Aber in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Ich wünsche euch was. Ciao.